Marco Holzer, Patrick Long und Richard Lietz heißen die Sieger des vierten Saisonlaufs zur VLN-Langstreckenmeisterschaft 2011. Im von Mantai Racing eingesetzten Porsche GT3 R Hybrid fuhren sie den ersten Sieg eines Hybridfahrzeugs in Europas populärster Langstreckenrennserie ein. Ist gut. Ein historischer Moment auch ein kleiner bisschen. Aber was viel wichtiger ist, einfach ein schönes Dankeschön an unsere Ingenieure, die toll gearbeitet haben für das Projekt, die einfach wirklich viel Zeit investiert haben. Und hier auf der Nordschleife, wo es ja doch die ganze Automobilwelt sich beweisen will immer wieder, diesen Erfolg einzufahren, ist perfekt. Die Konkurrenz an diesem Tag gewaltig. Abt Sportsline und Phoenix Racing auch am Start. Mit je zwei top besetzten Audi R8 LMS. Die DTM ließ grüßen. Von Startposition 8 waren die Sieger ins Rennen gegangen, hatten aber sofort drei Plätze gut gemacht. Zunächst ganz vorne der Pinter Porsche mit Manuel Lauck am Steuer, gefolgt von Christian Marmaroux und dem frisch gekürten DTM-Sieger von Sandford, Mike Rockenfeller. Später dann ständige Führungswechsel zwischen dem Marmaroux SLS, dem Bielstein Audi und dem Porsche GT3 Hybrid. Der Porsche vor allem bei den Tankstopps im Vorteil. Drei Füllungen reichten am Ende für 28 Runden. Das glaube ich nicht, weil es ist eine unterschiedliche Strategie natürlich. Wir fahren einmal hier, was geht. Und was die anderen machen, ob die noch ein bisschen sandbacken und so weiter, wissen wir nicht. Aber wir haben einfach gesagt, wir wollen es wissen selber. Der Bielstein Audi mit Rockenfeller, Marc Basseng und Marcel Fessler ab Mitte des Rennens härtester Konkurrent. Die DTM-Stars Scheider und Ekström nicht ganz so weit vorne dabei und am Ende auf Rang 5. Die letzten Runden dann ein Duell um Platz 2, das Marc Lieb im Mantai RSR schließlich für sich entscheiden konnte. Ein Highlight des Rennens. Man musste ein bisschen aufs Benzin achten, wir haben zehn Runden sind wir gefahren. Und dann zum Schluss, die letzten zwei Runden, hatte ich dann aber genug Sprit und konnte noch mal angasen. Konnte ein Audi hinter mir halten, aber es war ein schöner Fight mit Marcel Fessler. Mantai Racing also mit dem Doppelsieg. Wobei vor allem der Erfolg des Porsche Hybrid nicht nur den Fahrern in Erinnerung bleiben wird.